Wenn FKA Twix in den Himmel gleitet und Tänzer in einer Digitalhölle schmoren. Wenn Björk mit tektonischen Platten spielt und Tom York zwischen ihnen versinkt. Dann hat der Regisseur Andrew Thomas Huang aus Los Angeles seine Finger im Spiel. In den letzten 10 Jahren wurde er zum postmodernen Märchenerzähler der Popwelt. Wie fing das an? Ich wollte kein Animationskünstler werden, aber trotzdem mit 3D-Effekten arbeiten. Ich habe gehört, dass man dafür Zeichnung und Malerei beherrschen sollte. Also habe ich meinen Fokus im Studium darauf gelegt. Und dann diese Methoden und Techniken auf meine digitale Arbeit übertragen. Futuristische und urwüchsige Sphären treffen in seinen Animationen aufeinander. Huang bricht Natürliches und Organisches mit digitalen Tools nicht nur auf, er bessert auch aus. Die Kombination von CGI-Effekten und natürlichen Texturen repräsentiert für mich den Zustand unserer Welt am besten. Ich meine, unberührte Natur, Wildnis, das gibt es alles nicht mehr. Also schafft der Regisseur seine eigenen wilden, weirden Welten. Unterstützt von Künstler und Künstlerinnen aus Tanz, Choreografie und Visual Effects. Angefangen mit dem Kurzfilm Solipsist. Mit Solipsist habe ich das erste Mal etwas Persönliches erschaffen. Sozusagen ein Statement gesetzt. Damit gelang ihm 2012 der Durchbruch. Björk sah den Film, war begeistert und fragte Huang für das Video zu Mutual Core an. Als ich das hörte, habe ich angefangen, im Supermarkt zu weinen, weil sie so wichtig für mich ist. In den darauffolgenden Jahren erschufen die beiden neben Musikvideos auch immersive Installationen und Virtual Reality Filme. Mit übersinnlichen Animationen bebilderte der Regisseur etwa Björks Herzschmerzplatte Vulnicura und den heilsamen Nachfolger Utopia, ihr letztes Studioalbum aus dem Jahr 2017. Durch diese Zusammenarbeit habe ich gelernt, mich anzupassen. Wir haben nach und nach ein kohärentes Werk erschaffen. Das war eine besondere Zeit, die aufregendste Zeit meines Lebens. Aufregend ging es weiter. Huang drehte Videos für Popphänomene wie Kalella und FKA Twix. Twix wollte Pole Dance in das Video integrieren. Ich habe ihr dabei geholfen, diese Performance in eine Geschichte zu verwandeln, die eine Brücke zu ihrem Leben schlägt. Sie machte damals eine Trennung und eine traumatische Erkrankung durch. Wie verpacken wir das in 3 Minuten? Wie? Mit einem aufwendig animierten Trip von Himmel Richtung Hölle. Inklusive Cyborg-Fabelwesen aus Jadestein, Metall und den akrobatischen Höchstleistungen von FKA Twix. Cellophane brachte dem Regisseur eine Grammy-Nominierung ein. Und eine persönliche Erkenntnis. All diese Kollaborationen haben mich geschult.
Ich habe gelernt, wie viel Verletzlichkeit dazu gehört, persönliche Erfahrungen in der eigenen Kunst zu offenbaren. 2019 beschäftigte er sich in einem Kurzfilm erstmals mit seiner eigenen Geschichte. Ein Wendepunkt für Andrew Thomas Huang. In Kiss of the Rabbit God verarbeitet er die Migrationserfahrungen seiner Familie und seine queere Identität. Who are you? Ganz besonders, als Trump gewählt wurde, habe ich mich gefragt, wen kümmert's, welche digitalen Techniken ich einsetze. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Und ich bin hier, weil meine Familie einst vor einem Krieg in die USA geflüchtet ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir tiefergehende Fragen stellen sollte. Diesen eingeschlagenen Weg setzt er fort. Die Dreharbeiten zu seinem ersten Spielfilm sind bereits in Planung. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.